Du glaubst wohl, du kannst einfach in meine Bank spazieren? Roman, ich suche den Joker. Der Joker? Nie von ihm gehört. Was ist mit dir, Puppe? Kennst du den Joker? Den wen? Und sie, Sir? Der Joker klingelt da? Verdammter Hurensohn! Du willst mich bestehlen und damit durchkommen? Du bist ein toter Mann! Tot! Kannst du nicht einfach mitspielen? Wahnsinnig! Oh, bitte. Weil ich war rein. Oh Gott! Du warst es die ganze Zeit. Du hast die Killer angeheuert. Du hast Sayones Bande übernommen. Streng genommen ist es jetzt meine Bande. Oder etwa nicht, Jungs? Du hast mich. Lass sie gehen. Das Leben wäre so simpel, wenn du alles wärst, was ich will. Nein, nein, nein. Du bist nur eine klitzekleine Ablenkung, verglichen mit dem, was ich noch vorhabe. Hier, viel Spaß dabei. Hörst du das? Klingt wie 8 winzige Rentiere. Tot. Und wir hauen ein bisschen nach oben ab. Wenn ich's noch sage, er ist nicht tot. Verzeihung, muss eine schlechte Anwendung sein, oder hast du wirklich gesagt, dass nachdem ich ihn angeschossen und ein Gebäude um ihn herum hochgejagt habe, die Fledermaus immer noch lebt? Wenn er tot wäre, wäre hier eine Leiche. Hier ist keine Leiche. Und dann, alle Gute, willkommen zurück zu Let's Play. Joker weiß, dass ich die Explosion überlebt habe. Ich muss mich beeilen, bevor er Sayonis oder sonst jemanden tötet. Ja, willkommen zurück zu Let's Play. Batman Arkham Origins, 100% auf schwer. Der Joker steckt hinter dem Ganzen. Hat die Killer angesetzt, hat die Bande von Roman Sayonis, aka Black Mask, übernommen. Ich kann ihn nicht finden, Mann. Er ist nicht hier. Und hat Gotham in Chaos gestürzt. Wir müssen jetzt erstmal seine Schergen hier ausschalten im Stealth-Bereich und wir schauen nach, was der schlimmste Albtraum von uns möchte. Füge vier außergewöhnliche Ausschaltmanöver in einer Jägerbegegnung aus. Luftschacht ausschalten, Explosivgel ausschalten, Ecken ausschalten und Hängendes ausschalten. Wir lesen mal kurz durch. Beim Luftschacht ausschalten, ausführen beim Verstecken hinter einem Gitter, nicht unter. Das ist ganz wichtig, weil es gibt auch ein anderes, da sagen sie unter. Also hinter einem Gitter. Explosivgel ausschalten, springen in die stabile Wand durch Explosivgel mit Gegner in der Nähe. Ecken ausschalten ist, glaube ich, selbstverständlich, wenn wir in der Ecke sind. Und ausführen, die Hängendes ausschalten. Ausführen an einen Vorsprung direkt über einem Gegner hängend. Aufs Maul. Irgendetwas stört mein Signal. Ich muss herausfinden, was es ist und es abschalten. Du da hast einen Störsender. Okay. Noch ein paar dieser Touren und ich kann meinen Buchhalter abbezahlen. So, ich weiß, dass es hier eine Wand gibt, die man springen könnte. Wenn einer in so einem Aufzug von den Dächern schwebt, ich meine, nicht wahr? Aber vielleicht will ich vorher die Aufmerksamkeit von euch woanders hin haben. Und ich dachte, Sayonis wäre ein Tyrann.
Wartet, ich will das jetzt ganz genau managen. Ich sollte echt zurück in die Bowery ziehen. Ich lasse mich mal hier runter und bereite schnell die Explosionswand vor. Jetzt ist es gut, dass wir noch nicht... Was machst du? Ich muss es mal neu laden, weil aus irgendeinem Grund hat Batman was komplett anderes gemacht. Was ich sagen wollte. Jetzt ist es gut, dass wir noch nicht das mit dem Frequenzzünder freigeschaltet haben. Weil das ist in Arkham Origins so extrem gemacht, das geht permanent los, wenn die nur ein paar Meter in der Nähe sind. Wenn ich's doch sage, er ist nicht tot. Irgendetwas stört mein Signal. Ich muss herausfinden, was es ist, und es abschalten. Der Joker weiß, dass ich die Explosion überlebt habe. Ich muss mich beeilen, bevor er Sionis oder sonst jemanden tötet. Das macht keinen Sinn. Er ist mir doch egal. Verletzt. Wo soll er denn stecken? Was vielleicht ist er nicht verletzt. Jetzt ist es meins. Das ist wohl von Batman. Naja, jetzt ist es meins. Ich kann ihn nicht finden, Mann. Er ist nicht hier. Wenn ich ihn finde, kriegt ihr es. Ich hab da unten was mit Glas eingeschmissen. Das wollte ich gar nicht. Ich will mal, dass einer zu dieser Wand rennt. Der Typ mit dem Störrucksack ist auch hier in der Nähe. Ich wüsste eigentlich, wie ich den am liebsten ausschalten würde. Den will ich eigentlich über den Vorhang ziehen. Hä? Ich bin sicher, sie haben zwei paar Sekunden ihres Lebens genossen. So wollte ich das eigentlich nicht haben. Aus irgendeinem Grund läuft es gerade nicht rund. Wenn ich's doch sage, er ist nicht tot. Machen wir es mal anders. Aber für diese Variation wäre es echt besser, ich würde den da ausschalten. Ausschalten, der die... Wieso sprüht er das nicht an die Wand? Der Joker weiß, dass ich die Explosion überlebt habe. Ich muss mich beeilen, bevor er Sionis oder sonst jemanden tötet. Das macht keinen Sinn. Er ist angeschossen, verletzt. Wo soll er denn stecken? Vielleicht ist er nicht verletzt. War das der Erste? Ich kann ihn nicht finden, Mann. Er ist nicht hier. Wenn ich ihn finde, kriegt ihr sowas von aufs Maul. Nee. Hä? Hoffentlich habt ihr eure Schaufel dabei. Ihr müsst die Fledermaus ausgraben, bevor ihr sie einsacken könnt. Wenn er wegrennt, was zur Hölle soll ich dann machen? Hey, wieso sprüht er das denn nicht an die Wand? Der Kerl ist doch kein Mensch. Das kann er nicht sein, oder? So, neuer Versuch. Hab ich den? Der ist erledigt. Wenn ihr schon Batman nicht findet, sucht ihr vielleicht zuerst den Wolf Bild, der gerade seine Faust kennengelernt hat. So einfach lässt du dich umhauen? Was? Ich weiß, das ist Batman. Oh, fuck, der hat mich gesehen.
Warte mal, zählt das trotzdem? Oder muss ich dabei ungesehen bleiben? Ne, es geht trotzdem. So, jetzt muss ich erstmal schauen. Wie viele Schwachköpfe braucht man, um eine Pläne So, ich will es vorbereiten. Ich freue mich, dass du weiterkämpfst, Batman. In dieser Nacht steckt eine heilige Tag bei. Und es wäre eine Schande, würde sie vorschnell enden. Es ist mir egal, dass die das kaputt schießen. Ich brauche das nicht. Nicht unbedingt. Gucken, ob ich dich auch so erwische. Komm, komm, komm. Ich versteck mich jetzt erstmal hier drin. Soll er das suchen? Muss ich mir wohl eingebildet haben. Wen interessiert doch, wie viele übrig sind? Ich habe die Hoffnung in euch eh bereits aufgegeben. Kann der noch was anderes als Nörgeln? Ha! Die haben wirklich alles zerstört. Ach so, das geht ja auch. Das ist ja eigentlich viel einfacher. Versaut mir die Pläne. Das geht hier auch. Muss ich nur schauen, dass ich einen dahin locken kann. So, jetzt muss ich mich nur beeilen. Ist der nah genug daran gelaufen? Ja. Nachttrottel. Und ich hau ab. So, jetzt muss ich aber das irgendwie hinkriegen, dass ich einen ausschalte, der unter mir steht. Das ist nicht so leicht in dieser Gegend. Ich weiß auch nicht, ob es überhaupt geht. Ich kann es trotzdem mal versuchen. Oh, scheiße. Das war zu langsam. Okay, es ist machbar. Hätte ich nur erstmal die Rauchkugel geschmissen. Oh, schade, schade, Schokolade. Oh. Dann machen wir es anders. Ich weiß auch schon wie. Wenn ich doch sage, er ist nicht tot. Da ich weiß, dass das unmöglich ist, gebe ich dir die Chance.
nur von innen. Joker weiß, dass ich die Explosion überlebt habe. Ich muss mich beeilen, bevor er Sionis oder sonst jemanden tötet. Das macht keinen Sinn. Er ist angeschossen, verletzt. Irgendetwas stört mein Signal. Ich muss herausfinden, was es ist und es abschalten. Ich kann ihn nicht finden, Mann. Er ist nicht hier. Wenn ich ihn finde, dann geht er aufs Maul. Nein, das hat ihn nur gelähmt. Niemand verlässt Leben diese Bank. Das hat ihn eben nur gelähmt. Das ging nicht so, wie ich es wollte. So, dann auf ein Neues. Doch sage, er ist nicht tot. Verzeihung, muss eine schlechte Verbindung sein. Oder hast du wirklich gesagt, dass nachdem ich ihn angeschossen und ein Gebäude um ihn herum hochgejagt habe, die Fledermaus immer noch lebt? Wenn er tot wäre, wäre hier eine Leiche. Hier ist keine Leiche. Da ich weiß, dass das unmöglich ist, gebe ich dir die Chance, deine Der Joker weiß, dass ich die Explosion überlebt habe. Ich muss mich beeilen, bevor er Sionis oder sonst jemanden tötet. Geh weiter ran. Ich kann ihn nicht finden, Mann. Er ist nicht hier. Wenn ich ihn finde, kriegt ihr sowas von aufs Maul. Willst du erschossen werden, Trottel? In Ordnung, Jungs. Erster Auftrag vom neuen Management. Killt die Fledermaus. Der steht nicht an der Wand dran, so wie es will. Letztendlich ist er auf damit. Ach, das war gar nicht der Typ mit dem Störsender. Doch! Das war der mit dem Störsender. So, jetzt sieht das Ganze doch schon viel besser aus. Wenn er jetzt in eine andere Richtung läuft, dann schleudere ich ihn mit diesem Battering dran. Ich geh mir auch nochmal sicher. Hey, zeig dich! Langsam reicht mir damit! Hey! Na, geht doch mal einer ran! Los! Näher und Bums. Den hat's gelegt. So, jetzt wird noch Ecken ausschalten. Na oh gut, das kriegen wir auch. Das kriegen wir hin. Dich hänge ich jetzt mal auf. Als Ablenkung. So, hole ich mir mal den Schacht. Wobei es ja auch mit dem anderen geht, das wissen wir. Na, kommt der Typ hier hoch vielleicht. Dann nicht. Aber vielleicht will der hier runterlaufen, das wäre auch gut. Nein? Nein. Na gut. Der reagiert. Okay.
Okay. Umso besser. Und das auch schön um die Ecke ist. Das war der Fledermausmann. So ein Trottel. So. Was haben wir gemacht? Mauer haben wir gemacht. Ecke. Vorsprung und Schacht fehlen noch. Mal schon mal schauen, welche Seite hat. Ich hatte diese aber hier vorbereitet, ne? Ich hatte die andere vorbereitet. Warte, ich lenke dich mal ab. So, jetzt muss ich nur schauen, dass ich da gescheit reinziehen kann. Wie sie nicht schalten, ey. So, wir hätten nur noch zwei, ne? Okay, schaut nicht so aus. Ach nein! Das geht nicht, das geht nicht. Ich wusste nicht, dass der Letzte aufhört und aufgeben will. Na gut, dann muss ich das viel früher machen als geplant. Mit dem Vorsprung. Hört mein Signal. Ich muss herausfinden, was es ist und es abschalten. Dass das unmöglich ist, gebe ich dir die Chance, deine Realität mit meiner abzugleichen. Falls dein Spatzen wäre, solch gewählte Worte nicht wahr. Was das wohl war? Hört eine Spur von ihm? Der Joker weiß, dass ich die Explosion überlebt habe. Ich muss mich beeilen, bevor er Sionis oder sonst jemanden tötet. Das macht keinen Schaden. Den hat's gekriegt. Okay, ein neuer Zerbindungsboden übersteht an. Bringt mir den Kadaver der Fledermaus. Ich bewache dieses Brückendings. Ich versuch mal was. Dieser Ort ist nicht mehr so sicher, wie er mal war. Geduld, Jungs, der kommt schon wieder. Nee, solange ich nichts sehen kann, ist mir das zu riskant. Wo ist der Typ mit dem Störsender hingelaufen? Frage: Wie viele Schwachköpfe braucht man, um eine Fledermaus zu finden? Antwort: Nur einen!
Er quasselt irgendwas und schon stopft ihm die Fledermaus Brooks das Maul! Schon wieder rauf! Hol die Bellen! Hier lang! Scheiße! Ich wusste ja nicht, dass die mich sehen. Von hier oben habe ich die beste Übersicht. War nur Spaß. Naja, ich krieg's trotzdem noch hin. Hier beim Aufkommen um zu sehen, darf mir das Herz Batman. Uns steht heute Nacht eine große Menge Spaß bevor. Lassen wir also nichts anbrennen. Ich muss jetzt nur mal ein bisschen Vorarbeit leisten. Aber da die Typen jetzt so Schiss haben, dürfte der Rest ein Kinderspiel werden. Es kann sogar sein, dass der hierher läuft. Ah ne, bleibt da stehen? Okay. Wäre aber besser gelaufen. Oh! Wäre aber besser gelaufen, hätten die mich nicht gleich bemerkt. Warte, gehst du weiter ran an den Schacht? Ja, schön. Jetzt brauche ich nur noch an Ecken ausschalten. Und dann hat sich das. Ich weiß auch, wie ich es mache. Das war so nett. Sag mal, bist du zu blöd, da rüber zu gleiten oder was? So, einer von euch Trotteln wird nämlich jetzt schön hierher kommen. Beifuß. Wie der Schiss hat. Und wir haben alle ausgewünschten Jägermanöver geschafft. Nur noch einer. Falls du ihn nicht finden kannst, folge einfach deiner feinen Nase. So, Bursche. Wo will der Joker hin? Der Typ ist krank, Mann! Hat ein Viertel von Black Masks Männern ermordet, weil sie nicht machen wollten, was er sagt! Wenn du ihr Schicksal nicht teilen möchtest, rede! Er hat irgendwas vom Stahlwerk gesagt! Das gehört Sionis. Jetzt gehört es dem Joker! Und da kommst du nie im Leben rein! Behalt deine Meinung für dich! Ja! Alfred, such mir die Baupläne für das Stahlwerk von Sionis Industries. Der Joker hat Sionis dahin gebracht. Er wird ihn töten, es sei denn, ich bin vor ihm da. Dieser Joker klingt gefährlich. Er hat Black Masks Geschäfte übernommen und alle ermordet, die sich ihm nicht anschließen wollten. Er hat die Killer angeheuert. Dann muss er auch hinter dem Bombenattentat auf das GCPD stecken. Du meine Güte, sollte das nicht lieber die Polizei übernehmen? Keine Chance. Er gehört mir. Okay, untersuche das Stahlwerk. So, jetzt will ich mal kurz was schauen. Als nächstes ist nämlich, glaube ich, stelle dich einer offenen Jägerbegegnung, indem du Gegner mit gewöhnlichen Schlägen und Niederschlägen ausschaltest. So übel. Aber dann das hier, ne? Ohne Detektiv und ohne gesehen zu werden. Puh. Das wird einen Spaß geben. Okay. Wir haben eine Herausforderungskarte freigeschaltet, leicht verdientes Geld. Und wir werden auch nochmal zur Waldhöhle zurückgehen. Aber jetzt erstmal gehen wir raus hier. Ich habe von einem von Black
So, lass mich mal schauen. Hier drüben müssen wir hin. Gibt's hier unterwegs was oder nehmen wir die Schnellreise? Da ist Energy. Und dann können wir auch die Schnellreise machen. Kurz nur schauen, was noch das nächste wäre. Ne, es ist der Stahl weg. Okay. Geht mir genauso, aber glaubst du, wir können dem Neuen vertrauen? Einen Typen, der sich Joker nennt? Scheiße, nein. Aber anlegen will man sich mit dem auch nicht. Ist doch immer dieselbe Geschichte. Rein theoretisch könnte ich mal versuchen, ob das hier schon als Jäger Herausforderung zählt. Das schon zählen würde, das hier in offenem Gefecht zu erledigen. Und los geht es. Herausforderung. Und ich dachte, das Spiel hätte sich aufgehängt. So, damit ergibt sich also, Black Mask war die ganze Zeit als Geisel in Jokers Gewahrsam und hat gar nicht die Killer auf Batman angesetzt. Der Joker selbst war es, der für das Chaos in Gotham gesorgt hat. Es geht nicht nur ihn jetzt zu stoppen, sondern auch Black Mask natürlich selbst und auch noch die verbleibenden Killer wie zum Beispiel Copperhead, Bane und Firefly. Ob uns das gelingen wird und wie wir aus dem Merchant Bag rauskommen, das erfahren wir in der nächsten Folge. Vergesst nicht, Bewertungen und Kommentare zu hinterlassen. Freut euch auf die nächste Folge und ich bin hier raus. Peace out!